Wir haben hier einen Lamborghini Huracan Performante. Den haben wir umgebaut auf Twin Turbo. Da sind zwei große Turbolader reingekommen, Wasserladeluftkühlersystem und ja, wir haben hier 900 PS. Also beschleunigungsmäßig fahren wir so von 100 auf 200 in ungefähr 3,5 Sekunden. Ich denke mal, das ist schon mal, weiß nicht, manche können sich halt vorstellen, wie schnell so ein Auto von 100 oder von 0 auf 100 fährt. Ja. Wir machen da eben halt von 100 auf 200 so eine Zeit. Und ja, ansonsten ist an dem Auto gar nicht so viel geändert. Wir haben hier noch eine verstärkte Kupplung eingebaut, ein anderes Fahrwerk und optisch ist er eigentlich komplett im selben Zustand. Und du fährst morgen auch, das heißt, du hast irgendeine Erwartung an dieses Auto, oder? Ja, ich bin ja vor 2 Jahren schon mit dem Audi R8 hier gewesen, mit so einem Turbo-Umbau, den wir damals gemacht haben. Und da bin ich 355 gefahren, da war das Getriebe zu Ende. 7. Gang Drehzahlbegrenzer nach 2 Kilometern. Und deswegen haben wir gesagt, das soll uns jetzt nicht nochmal passieren, weil die Basis von dem Auto, von der Technik her, ist die gleiche wie beim Audi R8. Und das Getriebe ist auch das gleiche, auch von der Übersetzung her. Und jetzt haben wir die Übersetzung so ungefähr 10% länger gemacht. Heißt also, rein rechnerisch sollte der, also der kann rein rechnerisch 390 laufen. Auto ist aber erst seit 2 Tagen fertig. Ich weiß nicht, wie sich das mit den ganzen Temperaturen und so verhält. Deswegen alles so über 370, 380 wäre schon echt ein super Erfolg. Okay, das heißt, Prototyp sozusagen, man ist gespannt. Fährst du dann besonders vorsichtig morgen? Naja, ich habe ja nur einen Versuch. Von daher alles, was geht, direkt beim ersten Versuch, erwartungsgemäß. Also ist auch beim ersten Lauf sind die Zeiten auch eigentlich immer am besten gewesen, auch in den letzten Jahren hier. Deswegen, also ich gehe jetzt kein unnötiges Risiko ein. Wenn ich jetzt merke, irgendwas läuft nicht vernünftig, dann breche ich ab. Aber ansonsten volle Kanone, alles, was geht. Erstmal sehr zufrieden, hat alles gut geklappt. Auto lief auch so vom Handling her wie eine 1. Schön alles geradeaus, keine Vibrationen und fühlte sich sehr sicher an auf jeden Fall. Also ich habe gesehen, auf dem GPS-System, was drin war, war auf jeden Fall über 380. Und das Auto ist erst vor ein paar Tagen fertig geworden und ich habe noch ein paar Probleme mit dem Getriebe. Also er hat relativ früh hochgeschaltet und dann bin ich eigentlich nicht in einem optimalen Drehzahlbereich, wo der richtig Leistung hat. Und gut, ich weiß jetzt, ich habe noch vielleicht ein bisschen Luft nach oben und dann wird noch ein bisschen mehr gehen. 380 mit Luft nach oben, steht dann da eine 4 vorne? Ja, also die Strecke ist ja natürlich relativ kurz und man muss da auch noch abbremsen, damit man nicht zu schnell da in die Steilkurve reinkommt. Aber ich denke mal, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Strecke hätte, dann würde er wahrscheinlich auch so Richtung 400 gehen. Never exhausted. You cannot stop it. Nah, you cannot stop it.